Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in der Edelpapageien-Handaufzuchtstation. Obwohl, ist eigentlich ja vorbei, oder ne? Sind jetzt 88 Tage alt und man höre und staune, sie fliegen. Ja, sie fliegen. 2 Meter kann er schon. Also hier, Romeo, also 2 Meter von hier. Nee, falsch. Falsch? Julia. Julia fliegt? Ja. Nein, ich denke, Romeo fliegt. Nein, Julia. Ach, Entschuldigung, ich bin nicht immer hier. Sie ist ja hier die Vogelmama hier. Also, Julia fliegt schon, obwohl sie ja gut jünger ist. Also beide sind ja 88 Tage, Romeo. Julia ist ja ein bisschen jünger, aber wieso fliegt die denn schon zuerst? Keine Ahnung. Wieso fliegst du denn zuerst? Bist du zu fett oder was, Romeo? Ja, jetzt wird sich einer fragen, was hat der Uwe denn da wieder gebaut hier mit dem Ständerle da? Also, die Vögel kommen jetzt dann gut selber raus. Wenn wir die jetzt Klappe aufmachen, gehen sie gut selber raus. Ja. Klettern dann hier hoch auf den Ständerle und da fühlen sie sich erstmal wohl. Und dann ab und an, wenn sie mal gut lustig sind, dann fliegen sie dann hier rum. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal eben geschwind, wie wir den Ständerle da jetzt, dort jetzt gebaut haben. Weil hier im Internet wollten sie dafür 1000 Watt haben. Ne, machen wir nicht. Das machen wir geschwind eben selber. Ich zeige mal, was wir gemacht haben. So, zuerst mal schicken wir die Frau in den Baum rein, ist ja klar. Ne? Das junge Ding hier mal im Baum klettern hier. Oh, Schuh verloren, das ist aber misslich. So, Nuff. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Ling. Frau Ling. Wenn du hinkommst, den da, das reicht schon. Höher noch. Andere Seite? Nicht den? Ja! Das reicht schon. Oh, warte, ich muss hier weggehen hier. Fällt mir ein Ding noch am Kopf hier. Naja, das junge Ding hier da, die geht da mal so geschwind eben drauf, hier barfuß auf dem Baum hier. Hartes Holz, hä? Und das alles für deine Papageien. Tilak, stützt dich nicht in den Tod hier. Die ist also auch so unerschrocken. Ich wollte noch einen Leiter holen. Oh, da eine scheiß Leiter brauche ich keine hier. Weg hier, sagt sie. Achtung, Baum fällt. Nein, Adolf, nein. Nein, es ist keine Banane. Nein. Nicht neu. Nicht neu. Adolf, nein. Wollen die sich ja wieder, gell, dass das Frauchen heile auf dem Boden wieder ist hier. So, jetzt nehmen wir den mit in die Werkstatt und bauen daraus jetzt mal geschwind eben so ein Papageienständerle da. Das ist jetzt kein Thema mehr. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir jedes Mal geschwind hier schon mal so passend gesägt. Hier zack, zack, zack. Dass es mal ungefähr Form gibt hier. Oh, jetzt legst du dann hier einen drauf, hier ein bisschen festschrauben hier. Ein Loch reinbohren, zack, zack, zack. Festschrauben und da noch einer quer hin. Ja, dann reicht es doch. Ich habe geguckt im Internet, da wollen wir so ein Ständerle 1000 Watt haben. Ja, pff, nee. Komm, jetzt aber auf, du. So. Bohrmaschine, Schraube, Loch durchbohren, passt. Okay. Donai. So, zack, zack. Gut. So, jetzt Schraubnei. Einer, dann, gut. Ja, schön, oder? Ja. Ja. So? Ja. Schön.
Schraubnei, Ständerle, Schraube von unten rein, hier Loch durchgebohrt, nochmal einen Winkel dran, dass er hält. Unten drunter nochmal ein paar kleine Stützen hier, dass es nicht wackelt. Und schon steht das Ding. Das muss nicht schön sein, Jungs. Ne? Das ist auch nur für kurze Zeit hier, eben nur, dass die Vögel dann da bis übersiedeln in die Foliere hier mal rauskrabbeln können. Eine Leiter wäre nicht schlecht, Porn, oder? Du, sag mal, wie kommen die jetzt da hoch? So. Gestern war Dienstag. Genau, gestern war Dienstag, der 13. Heute ist Mittwoch, der 14. Genau. Also, kommt es da reinschneiden und gut. Ich bin schon jünger jetzt, ne? Guck mal. Da lacht der Vogel. Da lacht der Vogel. Oh, guck mal, wir gucken. Guck mal. Falsch. Das ist in Thailand normal. Richtig beobachtet, mein Schatz. Das hast du vollkommen richtig gesehen. So ist das hier Tradition. Wir wollen das hier mal nicht weiter vertiefen, wo das hier auf jeden Fall Tradition ist. Aber richtig, mein Schatz, du hast gut gelernt. Mann oben, Frau unten. Oh, Uwe, der alte Schubi hier, ey. Der alte Macho. Herrlich, herrlich. Das ist den Vögeln scheißegal, wie das aussieht hier. Scheißegal. Hey! Hey! Schöne Ständerle gemacht hier. Schöne Ständerle. Komm hier. Gut gemacht. Ja. Also, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt öfters hier so. Gut, geht. Und ja, was wir da noch gemacht haben, ist ja hier noch die Leiter noch mal dran jetzt gemacht, dass wir da hochklettern wollen. Aber die gehen auf den Käfig hoch, ne? Ja, kacken tun sie auch, ne? Ist auch klar, ne? Was mit Schwätzen? Nix, ne? Mit Schwätzen ist nix, ne? Aber Krähen tun sie. Ja. Ja. Ah. Nicht begeistert, ne? Nicht begeistert hier. Na, mein Hübscher, wie geht's? Hübscher Vogel, ne? Ja, schöne Flügel hat er. Also, wenn er will, könnte er. Na, mal Kutti geben, ja? Aber dies ist falsch ready. Nächstes Mal nicht schwierig werden. Na, ist doch klar. Welcher Mann möchte dich denn auch nicht küssen? Gib mich jetzt! Anna, geh. Ist das auch so ein Schmusebär? Mhm. Und du hier? Julia? Wächst alles schön, ja. Aber sie? Also, ihn habe ich hier schon flattern sehen, da, ne? Ihn hier. Aber dass er fliegt. Hat jetzt nur vorn gesehen, hier mit die Dame hier. Ja. Aber egal. Ja, stell mal auf die Waage drauf hier. Auf die schmutzige hier. Was denn so ein Vogel jetzt wiegt hier? Wenn er drauf stehen bleibt. Sicher. 400? Schon Training gut, oder? Schon Training gut, jawohl. Hoch mit dir. Hoch, hoch, hoch. Ja, noch ein bisschen. Ein wenig. Komm. Gut gemacht. Geht doch. Julia, komm. Die Frau. Wenn ich möchte. Stimmt das jetzt mit 400? Ich weiß nicht. Ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken mit die Kamera. Ja. Oh.
Hula. Hoi. Hoi, nein. Gaban. Nee, Gaban. Nix Gaban. Du musst wiegen. Die Dame möchte nicht so gerne auf die Waage, ne? Möchte ich gar nicht. Ja gut, dann lass sein. Wenn denn die will, dann... Stimmt. 365. War es doch richtig gerade mit ihm hier, mit 400. Ja. Du, mein Gott. Das war ganz schön zugelegt, ehrlich du. Ja? Hübsch. Flieg. Flieg. Zeig mal, wie du fliegen kannst. Flieg. Hip. Na, ein bisschen. Das war aber keine 2 Meter, hä? Aufzeigen, ja. Aufzeigen? Nee, da sind sie fremd. Da können wir nicht machen. Im Wohnzimmer sind sie fremd. Ich glaube nicht, dass sie dann da fliegen. Glaube ich nicht. Willst du es versuchen? Ja. Flugbahn. Hip. Freie Bahn. In die Lampe. Guck, das waren ja schon mehr wie 5 Meter hier. Ja. Super, ey. Der Vogel fliegt. Boah. Boah. Wo kackt er das, oder? Und rinn in die Gardine. Sie können fliegen. Ja. Es ist soweit. Ja, sie können fliegen. Können Sie theoretisch eigentlich in die Erben verlieren, ja. Oder? Ja, ich habe was, ja. Da muss ich Thomas fragen. Da muss ich erst Thomas fragen. Du bist in der Sonne drin hier. Nee, das war jetzt ein Schock erstmal, du. Den muss er erstmal jetzt verarbeiten, den Schock hier. Du. Doch, also siehst du. Hey, du alter Fliegemeister, du! Alles gut, alles gut, alles gut. Da müssen wir ein bisschen warten, glaube ich, da. Ich glaube, ist noch zu früh. Zu früh, Thomas. Ja. Me voy a empezar, du nie, nana, danke. Bye! Ich meine, nicht ganz so. Nicht ganz so sicher. Ja, aber diese... Nicht ganz so sicher. Du bist noch zu fett. Du hast noch Babyspeck dran hier, du. Kleiner Racker hier. Du hast noch Babyspeck dran hier. Nee, er ist noch nicht so... Er ist noch nicht so sicher, nein. Obwohl er älter ist. Aber vielleicht so fett. Das stinkt gar nicht. Hom kann ich nicht. Hom kann. Hom ich. Hom. Gab heute Knoblauch, ne? Hom ich. Hom kann ich nicht. Hom ne. Hom ne. Ja. Bist du das erste Mal geflogen, was? Komm her zu mir. Ich hab nur eine Hand frei. Und wenn sie dann jetzt genug haben, dann gehen sie rein und sagen so, jetzt habe ich genug. Jetzt gehe ich wieder rein. Hula. ja, ich bin schon drin, ja. Oder er geht hoch, ja. Je nachdem, ne? Entweder oder. Rein oder raus. Nee, gehen. Was sie möchten. Achso, Futter haben wir jetzt hier. Papaya. Banane. Und den A19, wir kriegen sie auch noch oder ist das jetzt Schluss? Weiß ich halt. A19. Mhm. Auch noch. Auch noch. Also, Obst kriegen sie jetzt dann dabei. Oder. Die Frau isst es selber auf. Auch schön. Nee, komm mal. Ja.
มาพี่มาพี่มาพี่ไปไหนไปไหนไปไหนso ersten Flugversuche erfolgreich bestanden. Hoch, du Vogel. Na, geht doch. Ja, also. Umdrehen. Nee, mir nicht. Mir nicht. So, ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann nächste Mal wieder mit den aktuellen Vogelberichtern. Und für heute war's das. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssi. Julia ist schon wieder zu Hause hier. Habe die Ehre, sehr gut, wieder Ruhe und Friede und Schüssle. Tschüss. Normalerweise, ich mag sie hier dann beißen. Ja. Die hier nicht mehr. Nein. Kannst du lachen? Aber mag Julia dann beißen? Ja, die ist anders, ja. Gut. Schön. Tschüss.